Sind Google, Facebook und Co. längst zu Datenmonopolen geworden? Ist freier Wettbewerb überhaupt noch möglich? Und wie lässt sich der digitale Wandel in die richtigen Bahnen lenken, ohne ihn zu stoppen? Ein bisschen Diskurs über die Frage, was ist eigentlich Vielfaltsicherung und muss ich vielleicht auch mal bei Facebook eine Auflage machen? Darüber sollte man schon diskutieren. Google hat nach den Feststellungen der Europäischen Kommission bei den allgemeinen Suchanfragen einen Marktanteil von 95%. Da ist es nicht verwunderlich, dass Wettbewerbsbehörden sich mit solchen Unternehmen befassen. Wir befinden uns in einer gesellschaftlichen Debatte, die wichtig ist, und das ist mir überhaupt nicht unangenehm. Ich vertrete Positionen, die sich gut vertreten lassen. Diese Fähigkeit, aus Daten Erkenntnisse zu gewinnen, ist gerade das, was entscheidet, nicht die Menge an Daten. Dann können wir doch ein schönes Datengesetz machen und können sagen, jeder Suchmaschinenanbieter muss seinen kompletten Datenpool für andere zur Verfügung stellen und der beste Algorithmus gewinnt. Der Grundgedanke ist gar nicht schlecht. Wenn man sagt, die Daten haben so eine ähnliche Qualität, ja, auch die Wettbewerber müssen das Netz der Deutschen Bahn benutzen dürfen, das Netz der Deutschen Telekom oder das Stromnetz. Und Daten zu verarbeiten in Deutschland ist in etwa so populär wie Plutonium durchs Land zu schicken. Es gab eine Zeit, in der hatte Microsoft mit dem Produkt Internet Explorer keinen Wettbewerb. Also gibt es keinen Mitbewerber, passieren auch keine Innovationen, entstehen keine Neuerungen. In dieser Zeit hat Microsoft über 5 Jahre hinweg nicht ein einziges Mal upgedatet. Nicht ein einziges Mal in 5 Jahren. Also ich glaube, wenn man sich den Erfolg dieser amerikanischen Top 5 anguckt, dann kann man das auf 3 Faktoren runterbrechen, F, T und D. Ja, das ist Funding, T sind die Talents, sind die Talente. So, und der dritte Bereich, und das ist der größte Schmerzpunkt, ist das Thema Daten und Datenverarbeitung. Das hat sicherlich auch was mit den Rahmenbedingungen zu tun. In den USA sind die Regeln einfach anders. Es ist aber auch einfach zum Teil freier. Deutschland ist, so viel ich weiß, das einzige Land, das in der Arbeitsstättenrichtlinie geregelt hat, wie die Temperatur auf der Betriebstoilette zu sein hat. Ob Sie damit jetzt ein Unternehmen leicht gründen können, ist die Frage. Amazon ist ja nicht so populär geworden, weil sie Monopolmacht missbraucht haben, sondern weil sie so Dinge anbieten, die anscheinend so viele Leute haben wollen. Das gleiche gilt für Google und für Facebook. Ob die ihre marktbeherrschende Stellung momentan missbrauchen, das ist dahingestellt. Wenn sie das tun, dann haben wir ja ein Kartellrecht. Aus meiner Sicht brauchen wir hier definitiv mehr Intervention in der Zukunft und nicht weniger. Wie es gerade im Raum gefragt wurde, wer hat einen Snapchat-Account? Ich habe eben einen. Vielleicht nicht unbedingt, weil ich die Zielgruppe für Snapchat bin, aber ich will wissen, wie das funktioniert.